Hallo ihr Hübschen, ich habe im Hintergrund etwas Musik an, besser gesagt, rauschendes und regendes Wasser, eigentlich könnte man da bei diesem Geplätscher auch besser schlafen, aber ich überlege gerade, wo ich euch hinstelle, um hier weiterzumachen. Ich habe nicht was vor und außerdem habe ich hier noch riesenlangen Stromkabel, wenn das alles leer wird hier. Geht. Ja, wo stelle ich euch da hin? Wartet mal. Hier vielleicht? Ist das so gut? Wartet mal. So. Ich muss hier. Ist ein bisschen tief, ne? Und ich glaube, der Hintergrundton ist vielleicht zu laut, ne? Diese Geräusche. Ich filme einfach jetzt, Leute, die eine Ecke da. Sieht richtig schlimm aus, ne? Echt mal. Sah das nicht aus, als hätte ich da einen blauen Sack liegen? Ja, da steht ein blauer Sack, wirklich. Ach, der blaue Sack. Der sollte auch noch umgeräumt werden und ausgeräumt werden. Aber erstmal habe ich hier noch was anderes stehen. Das kann man auch gerade noch so nicht sehen, ne? Ach, ist auch nicht so schlimm. Ich stelle euch nachher da drauf. Keine Ahnung. Ey, ich wollte erstmal das abputzen und dann wollte ich da diese Rutschdinger drunter kleben. Denn das Teil kommt. Das Teil kommt nämlich unterm Schreibtisch. Und ist auch schon ein bisschen kaputt, aber ist nicht schlimm. Das ist wieder was eingeräumt. Ein bisschen staubig. Ich putze das aus. Ja, so. Das wird wahrscheinlich. Ja. Ist etwas groß gewesen. Ich muss jetzt querstellen, wahrscheinlich. Mal gucken, wie ich das hinstelle. Also muss ich unter dem Schränkchen ausräumen. Unter dem Schränkchen, unter dem Schreibtisch. Ach, Entschuldigung, ihr könnt gar nicht sehen, ne? Was ich hier so drunter habe noch. Yeah. Die muss in den Keller. Zumindest wollte ich das in den Keller packen. Aber ich bin noch nicht zugekommen, ne? Weil man hier noch ein bisschen andere Sachen stehen hat. Und weil ich hier so ein Kabel gewärmt habe. Ja, also das, ich weiß auch nicht mehr genau. Irgendwie muss das noch irgendwie angeschlossen werden, glaube ich. Oder verkabelt werden, wie auch immer. Dann habe ich hier noch einen anderen Kabel liegen, den ich in meiner alten Wohnung auch hatte. Weil der Telefonanschluss ja ein bisschen weiter weg war von dem Telefon. Das war auch sehr lustig. Also ich hatte ja erst einen Anschluss. Telefonanschluss. Upsi, ich glaube, ich brauche einen Staubsauger. Bäh. Oder ich muss das so wischen. Ich hatte ja erst einen Anbieter, wo man das über diesen, nicht über einen Telefonanschluss macht, über diese Telefonbox, sondern über den Fernsehanschluss. Genau, so war das. Ach, Alzheimer Demenz. Ich habe übrigens heute meinen Zopf. Also guck mal, Leute, ich habe ein bisschen Dreck hier. Ich glaube, ich brauche einen Staubsauger oder einen Wischer. Was ist das denn hier? Müll. Abgebrochen. Irgendwas ist wo abgebrochen. Das sieht aus wie... Ah, ich habe es gesehen. Oh, Jemine. Von meiner einen Kiste hier. Oh, das ist aber schade. Egal. Ich muss es dann wahrscheinlich wegschmeißen oder ankleben. Was auch immer. Ich werde mal euch hier hinstellen. Und hole. Sieht auch schlecht aus. Entschuldigung. Hier, bitteschön, gib dir mein Popo. Ich werde das, glaube ich, jetzt einfach mit diesen einen Lappen wegwischen. Und dann werde ich dieses eine Teil, wo ihr drin steht, da muss ich noch was drunter kleben. Diese Dinger hier kommen dann noch drunter, damit es besser rutscht. Und hier habe ich auch noch mehr Müll gefunden. Ja. Alles kaputt gegangen hier.
kann ich auch gleich Tischbeine abputzen oder so. Ich muss ja ein bisschen putzen. Gut. Also die Lappen, die ich hier benutzt habe, die kommen sowieso nachher in die Wäsche. Also in die Waschmaschine, ne? In die Wäsche und in die Waschmaschine. Leute, denn ich bin nicht so wie irgendwelche anderen Haushalte. Entschuldigung, ich kenne Haushalte, wo die Lappen, die man benutzt hat, ein bisschen mit Wasser auswischt und dann wieder aufhängt und dann zum nächsten Tag noch weiter benutzt. Bäh, das ist eklig. Das ist total eklig, das möchte ich mir so gesagt haben. Und auch nicht nur voll unhygienisch. Also ich hatte mal, ehrlich, der war rot. Das war auch so ein roter Mikrofasertuch. Und da wurde wohl von den Besitzern ganz schön viel verschiedene, wie heißt es, Reinigungsmittel benutzt. So, dass diese Lappen sich schon selbst aufgelöst hat und diese rote Farbe verloren hat. Und ja, ich hatte meine Handschuhe, meine Einmalhandschuhe, total rot. Also das war auch nicht so schön. Ich nehme jetzt diese Dinger hier. Ich glaube, ich weiß nicht, ob die da passen. Die sind zu groß, ne? Soll ich die großen nehmen oder kleine? Ich habe auch noch kleinere. Ich glaube, ich sollte mal die Gardine zumachen, dann könnt ihr mich besser sehen, ne? Es ist so hell da draußen, Sonnenschein. Ah, doch, die Sonne kam kurz raus und jetzt sind die Wolken wieder davor. Oh. Und irgendwie, naja. Huch. So. Kann man es besser sehen? Ach, das ist genauso. Guck mal, da vorne kommt ja auch genug Licht rein, ne, Leute? Nun muss ich die Jalousien runtermachen, dann ist es richtig dunkel hier. Ich hab jetzt diese Dinger hier, die kriege ich jetzt hier drunter. Ey, die kleinen, die passen viel besser. Das ist gut. Das ist gut, dass ich mich für die kleinen entschieden habe. Übrigens habe ich ja auch jetzt gerade mal wieder sozusagen meine, ja, Morgenbrille auf. Oder Alltagsbrille. Aber eigentlich könnte ich auch noch eine andere Brille aufsetzen. Ich habe nur noch eine andere Brille. Aber ich finde die rahmenlose Brille viel, viel besser und angenehmer und schöner. Und die habe ich jetzt gerade nicht da. Die habe ich bei jemandem vergessen mitzunehmen. Jawohl. Tut mir ja leid, muss ich dann abholen wieder. Kommt auch mal vor. Ah, jetzt kommen wir runter hier. Ich krieg da ein paar mehr drunter, nicht nur zwei, sondern gleich vier. Um das irgendwie, ja, dann gleich irgendwie unter meinen Schreibtisch zu schieben. Und zu Ja, Leute, ich kann das eine Wort nicht aussprechen. Hinzuschieben dahin, wo es hingehört. Position. Ich habe Sprachfehler. Ich spreche das Wort nicht aus, was ich eigentlich im Kopf habe und was gerade nicht raus will. Das habe ich manchmal. So, jetzt ziehe ich diese Decke hier weg. Keine Decke, das ist hier. Doch, das ist eine Decke. Die kann man auch mal waschen. Ja, funktioniert. Ich habe das Teil hier, was ich unter meinen Schreibtisch packen möchte, um was da reinzupacken. Was Geiles. Aber ich muss mal gucken, ob das halt passt. Also so und so wie ich das mir das vorgestellt habe, ist das echt mächtig groß. Und da passt dann nichts mehr daneben. Also muss ich jetzt umdrehen. Leute, achso, ja, ich kann. Damit ihr auch alles mitbekommt, was ich hier betreibe. Also eigentlich wollte ich das so dahinstellen, aber ich hatte die Maße wohl falsch, weil dann passt daneben nicht mehr mein Rollcontainer, den ich noch da vorne stehen habe. Und deswegen probiere ich das jetzt mal so aus und hoffe, dass das nicht zu lang ist und da draus guckt. Oh, je. Ja gut, das passt. Das passt gerade so.
Das ist ein bisschen zu lang, möchte ich mal gesagt haben. Also das andere, der Rollcontainer passt aber trotzdem. Mein Rollcontainer passt dann trotzdem hier hin. Nur, ich komme ja nicht mehr in diese Fächer drin. Es ist ein bisschen kompliziert. Aber den Rollcontainer kann ich auch schlecht. Wartet mal. Doch, ich könnte ja auch in einen Schreibtischstuhl, dann hier hinpacken. Und dann kann ich den Rollcontainer neben den Regalfläche stellen. Ja, ich habe mich vermessen, verrechnet. Oder ich mache, nee, das geht ja nicht. Dann ist der Tisch, der Schreibtisch nicht so stabil, wenn ich da drunter diese Dings wegmache. So. Wenn ich das jetzt so hinstelle und dann was einräume und dann, davor kann ich ja meinen Schreibtischstuhl hinstellen und dann habe ich auch noch Beinfreiheit. Dann könnte ich ja gar nicht meine Beine unterm Schreibtisch packen. Meine Logik bringt das. Warum habe ich das jetzt hier, das Teil? Weil ich diese Boxen, diese Dinger hier, also diese Anlage da, diese Box da reinstellen möchte. Entweder hier oder da. Und dann habe ich noch Platz für andere Kabelgedöns, für meine Computeranlagen und so. Ja, ich muss das doch mal ein bisschen überdenken und rumräumen. Aber auf jeden Fall ist es schon mal sauber hier und ich kann es mal einräumen. Und was ich dann reinräume und wie ich das reinräume und einbastel und diese Kabel verlege. Kabel sind auch gut. Die Kabel kann ich sogar, da ist ein Loch schon, da durchbrockeln für diese Anlage. Ich weiß nur nicht, ob der Kabel jetzt lang genug ist bis zum PC. Bis zu dem PC, wo ich diese Dingsbums anschließen möchte, um hier geile, laute Musik zu hören, Leute. Psst. Aber nur in der Zeit, wo halt ein bisschen lauter sein darf man, ne? Und nur 1 bis 2 Stunden mache ich das. Eventuell. Ich werde ja nicht hier 10 Stunden dann voll die laute Musik hören, um meine Nachbarn zu stören. Nein. Ich bin eine ruhige, Leute. Und meine Hunde habe ich auch voll im Griff. Die sind auch sehr leise. Wenn ich da bin und wenn ich auch weg bin. Dann sind die leise, Leute. Dann sind sie sehr leise. Und machen auch keinen Blödsinn. Und da hat sich noch kein Nachbar beschwert. Also jetzt muss ich diese Decke, die ich hier habe, die ich eigentlich waschen könnte. Warte mal so rum. Ist auch schon sehr dreckig. Huch, Entschuldigung, ich habe euch jetzt so komisch in der Hand. Ich mache jetzt Wackelvideo, Leute. Ich habe nur eine Hand frei, ich mache das später. Habt ihr jetzt keinen Bock drauf, irgendwie? Ja. Jetzt habe ich hier noch mehr wieder Chaos, der unterm Schreibtisch stand. Überhaupt, ich weiß gar nicht, wo habe ich denn diese... Ach so, ja. Wo habe ich denn diese... Ich habe extra so eine Unterlage für den Schreibtischstuhl, aber die ist sowieso ein bisschen zu klein, weil die fährt da ein bisschen rüber. Deswegen muss ich noch, oder werde ich noch einen Teppich da hinlegen. Aber ich habe die Matte irgendwie verlegt, verstellt, versteckt. Ehrlich. Die ist aber nicht unter dem Teppich. Ich habe extra hier, so einen Teppich. Kann man das sehen? Ne, also schönes Einhornteppichchen. Aber die andere ist jetzt weg. Das ist, wenn man so viel rumräumt, ne, und einzieht und noch nicht weiß, wohin mit dem Zeug irgendwie, oder zumindest doch schon weiß, wohin mit dem Zeug, aber halt nicht so viel Zeit hat, weil man ja auch noch arbeiten geht und die Hunde versorgt und sonstige Leute versorgt, sich versorgt und dann irgendwie, ja, Alter, das gibt's doch nicht. Ich bin jetzt echt ein bisschen frustriert, nein, ich weiß nicht. Habe ich die denn hingestellt? Find sich irgendwann wieder? Irgendwie irgendwo? Wirklich, Leute. Es ist echt krass. Hä?
Das gibt's doch nicht. Oh, extra dafür gekauft und jetzt ist es weg. Naja, egal. Braucht irgendjemand noch so eine Hundetasche, kann sich bei mir melden. Weil meine Hunde passen da nicht mehr rein. Das ist auch eine Reisetasche, kann man auch nehmen zum Fliegen, weil da ist nämlich auch so ein Ding dran. Wo ist das Teil denn? Bügel sind da dran und so ein Ding, wo die Adresse dann draufsteht. Irgendwo ist das da, wahrscheinlich eine Tasche. Und dann habe ich noch, ist auch so, ist da noch was drin, was man auch nicht mehr braucht eigentlich. Aber echt, das finde ich jetzt gerade irgendwie komisch. Habe ich die unter dem Teppich gelegt, diese Matte? Komischer Planet. Ich bin im falschen Film, Leute. Ich habe was verlegt. Aber eigentlich habe ich die da nicht drunter. Nee, kann ja nicht sein. Nee. Und eigentlich wollte ich noch so einen Teppich kaufen. Für die Seite hier. Weil das so rot und rutschfest ist, ja. Und auch viel größer und passt auch dieser Schreibtischstuhl drauf. Als auf diese kleine... Ja, keine Ahnung. Ich habe was verloren, verlegt, versteckt. Ja, muss ich doch einen Teppich nehmen. Ich weiß nicht, wo das ist. Aber ich muss ja sowieso erstmal unten das einräumen. Und so einräumen, so wie ich mir denke. Und dann findet sich das andere wieder. Weil ich ja dann wieder Platz habe. Ich hatte die, glaube ich, hier hinter. Die hatte ich irgendwo hingestellt. Nicht, dass jemand das weggeschmissen hat. Ne? So, beim Einzugshelfen. Ja, Ja, nee. Hier im Schlafzimmer ist auch nicht. Komisch. Ja, Ich habe es extra wohl versteckt. Damit die Hunde da nicht kaputt machen eventuell. Oder was auch immer. Ach nee, guck mal. Ich habe die neben. Okay, ich habe die doch da drunter unter dem Teppich. Ich habe eine falsche Brille auf, ich kann das nicht sehen. Diese Matte da, ich weiß nicht, ob ihr das seht könnt, ist einfach hier zu dunkel. So eine durchsichtige Matte. Die habe ich hier noch liegen. Für den Schutz des Laminats. Ja, und dann könnte ich den Schreibtischstuhl unterm Schreibtisch stellen. Und hier dann eventuell den Rollcontainer. Aber dann kann man ja auch nicht da dran. Ich habe das, glaube ich, ein bisschen... Egal. Vielleicht stelle ich den Rollcontainer zwischen den Schreibtisch. Neben dem Schreibtisch geht nicht mehr. Hat keinen Platz. Egal. Ich lasse mir irgendwas einfallen. Irgendwie, irgendwann. Ich räume dann jetzt erstmal ein um, keine Ahnung. Auf. Oder ich packe jetzt. Oh, ich packe jetzt diese. Huch! Das ist auch schade. Ich kann euch nicht hier so hinstellen, damit ihr was sehen könnt. Was ich jetzt machen will. Ich wollte nämlich diese. Huch! Dieses Teil hier. Ist das zugeklebt? Nein, ach Quatsch. Ausräumen schon mal. Bevor ich da noch irgendwas irgendwo irgendwie einräume, ne, muss das ja hier irgendwie erstmal ausgeräumt werden. Ach du meine Güte. Was nehme ich denn zuerst? Oh, Mama Mia. Sag mal, ist das eine? Ne. Also alles zusammen ausziehen, glaube ich. Ups. Diese Klappe. Das ist einzeln. Da sind die ganzen Kabel. Ich hoffe, dass das Gerät noch funktioniert. Ich habe das jetzt, glaube ich, weiß ich nicht, 4 oder 5 Jahre nicht mehr benutzt. Oder länger. So sieht das auch da drin aus. Da sind voll die Haare noch drauf. Also ich meine Katzenhaare. Warum immer wollte ich das denn stehen, dass da Katzenhaare drauf sind?
Ich hatte übrigens früher Katzen, ne? So, jetzt habe ich hier noch diese. Oh mein Gott, ist das schief? Nee, das sah nur so aus. So, und jetzt diese Anlage. Ist auch so ein bisschen dreckig. So was aber auch. Muss ich auch mal abputzen. Trotz, dass es eine Kiste war, die ganzen Jahren, ist die Kiste und das Ganze ist voll dreckig. Habe ich die Batterien rausgenommen? Nein, ach du meine Güte. Sind die ausgelaufen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, ist alles noch gut. Ah, gut gegangen. Also manchmal, ne, da läuft das Zeug auch aus, wenn man das Jahre da drin hat. Habe ich echt gute Batterien gehabt. Ist alles noch in Ordnung. Ich hoffe, dass es dann auch noch funktioniert später. Aber Leute, ich glaube, ich kann die Fernbedienung gar nicht nutzen. Weil, wo habe ich denn diese? Da fehlt noch was, was ich benötige. Dieses, ach, ich verstehe. Ja, Leute, ich bin ein bisschen technisch unbegabt. Ich kann euch das jetzt nicht sagen, was da fehlt. Ich weiß aber, was, also ich meine, für die Fernbedienung, für den, so ein Satellit, heißt das so? Ich glaube, ich muss diese Kiste aussaugen. Das sieht ja richtig schlimm aus, Leute. Boah, Wahnsinn. Schlimm. Und das muss ich ausputzen hier. Abputzen, ausputzen. Ich hoffe, dass der Kabel lang genug ist. Wirklich. Dass die Kabel wirklich lang genug sind. Bis zu dem PC, den ich da anschließen will, damit ich auch ein bisschen Musik hören kann. Achso, kann ich ja hier packen. Ach Gott. Leute. Was ist das? Ist das so dreckig? Oder ist das die Box? Kann man das sehen? Das könnt ihr gar nicht sehen. Ich kann das sehen. Irgendwie mit Licht. Naja. Ich putze das Ding mal ab. Und dann. Ich brauche aber dafür Handschuhe. Das ist uns eklig. Voll eklig hier. So. Ich putze das etwas feucht ab. Ich brauche meine Handschuhe. Das sind übrigens Nitril-Handschuhe. Die gibt es bei DM, Rossmann. Die gibt es überall im Laden. Gibt auch andere. Also, ich meine. Andere Farben, glaube ich. Und wie auch immer. Schon uralt. Und kosten auch nur 2-3 Euro. Nur mal so ein Tipp. Nicht nur ein Tipp, sondern. Leute, ich wurde letztens echt. Letztens ist schon öfters passiert. Irgendjemand schreibt mir eine Nachricht und möchte meine Handschuhe kaufen. Diese Handschuhe, die sie gebrauchen hier. Aber ich habe mich da nicht weiter drum gekümmert, Leute. Ich antworte auf sowas nicht. Also, ihr könnt euch die Handschuhe selber kaufen. Aus dem Laden. Frisch, neu. Und da braucht man keine gebrauchten. Also ich weiß nicht, was die Leute sich dabei denken. Wer braucht denn gebrauchte Handschuhe? Hä? Kann mir das mal einer erzählen? So. Ich kann euch auch kein gebrauchtes Wasser zusenden oder so. Das gibt es aus dem Wasserhahn. So. Diese Power. Achso. Power brauche ich Strom. Strom ist da auch da hinten. Da muss ich auch durch diesen Kasten mit dem Stromkabel. Ach du meine Güte. Das ist auch noch so ein interessantes Stromsteckerkabel hier. So. Jetzt kann man das auseinandernehmen. Also. Dingen, den kann man da oben eigentlich rein drauflegen. Hier ist ja noch genug Kabel, dann lege ich den da oben hin und verlege diese anderen Stecker, Stromstecker, irgendwo hin. Upsala, Entschuldigung. Ey, bitte. Also ich meine das Stückchen hier.
mal wegschieben, dass ich das hier oben hinlege und den Kabel dann hinten durch den anderen und diesen hier, den muss ich gucken, wo ich den denn durchfrimmel. Oder hier an der Seite, meine Güte. Das ist eine Aufgabe für sich, weil ich wollte das einfach wieder machen. Ich wollte das einfach anschließen. Und hab gedacht, ich mach das mal mit euch so. Könnt nicht so viel sehen, ne? Also hier, das ist alles schwarz und dunkel. Müsste mal gucken, ob ich das Licht da oben anmache, ob es dann mehr bringt. Kann ich aber nicht sagen. Gut, dass der Schrank nicht so, dass es egal, wie der Schrank so voll ist. Dann kann ich das nämlich dann hinten noch durchfrimmeln. Und der Stecker, den mach ich dann wo ich den hinpacke. Ich muss das Schränkchen erstmal umdrehen. Hä? So. Um diese Kabel hier durchzufrimmeln. Da kommen ja auch nachher noch mehr Kabel durch. Müssen ja von den Boxen alle Kabel durch. Ach, ich weiß auch nicht genau, wie ich das überhaupt damals noch gemacht habe, wie ich das überhaupt irgendwie angeschlossen habe. Ich bin ein bisschen von den Kabelgedöns hier total, Entschuldigung, total überfordert irgendwie. Ich weiß auch gar nicht, welchen Kabel man alles in die, Ach so, das sind die Kabel. Die müssen in den Computer. Diese hier. Und die anderen müssen dann, ja, von da nach da irgendwie. Rechts und links habe ich dann noch, ach ja, der hier auch. Also drei Stück müssen in den Computer und diese drei Stück Kabel hier passen auch nur in diesen einen Computer rein, statt in meinen neuen. Weil ich da gar nicht so viele für diese Kabel hier, Stecker habe. Also zum einen, also Stecker sind das ja. Ach mein Gott, wisst ihr, was ich meine? Diese Sachen für den Computer da. Und außerdem ist ja auch auf den alten Computer die, diese Dolby, die ich habe, weiß gar nicht, ob ich die CD dafür noch habe. Zum Anschließ an Dingsbums CD. So, also auf jeden Fall kommen die müssen. Die müssen jetzt hier in den Computer rein. Und der Computer ist etwas weiter weg als diese Kabel hier. Auch ein bisschen blöd, ne? Aber diese Kabel gehören auch Input, Output, die müssen in diesen Ding rein. Ich glaube, ich brauche Verlängerungskabel von diesen hier. Aber das habe ich doch gar nicht. Ich habe nur hier nur so ein Verlängerungs, aber das war wahrscheinlich nur für einen hinten. Oder zwei. Zwei von hinten, ganz hinten. Gottchen. Das ist echt kompliziert, Leute. Und dafür habe ich dieses Ding hier. Und ich glaube, dass der Computer einfach zu weit weg steht. Den müsste ich dann umstellen. Es passt nicht. Ich brauche Verlängerungskabel, Leute. Für diese hier. Noch Verlängerung. Für diese Kabel hier. Oder diese Kabel. Also kann ich das gar nicht weitermachen jetzt. Weil mir einfach Kabel fehlt. Bis zu diesen. Bis zu dieser Box. Also ich komme auch nicht weiter, Leute. Mit meinen Sachen ausräumen und so. Weil wenn man halt. Wenn einem wirklich. Ich mach mal so. Ups. Wenn einem dann wirklich die Kabel fehlen. Oder zumindest, dass die zu kurz sind. Für das, was man machen möchte, kann man einfach nicht weitermachen. Und das Blöde ist, ich kann mir auch jetzt gerade keinen neuen Kabel kaufen. Ich muss ja erst warten, bis ich wieder Geld habe. Das dauert April, Ende April eventuell.
Weil diese Kabel müssen ja hier rein. Oder ich muss diese Box hier, dieses Teil, woanders hinstellen. Aber ich habe auch dafür, ehrlich gesagt, wartet mal, vielleicht habe ich doch woanders Platz dafür. Ich muss überlegen. Das ist zu viel. Zu viel für mich. Ich glaube, vielleicht habe ich doch Platz. Ich muss mal gucken, ob das passt. Was ich mir da vorstelle. Oh. Das ist alles so kompliziert. Jetzt muss ich diesen Stuhl hier ein bisschen wegschieben. Da ist noch so ein Ding. Ich glaube, ich habe einen Platz gefunden. Ich glaube, das passt dahin. Juhu, dann passt das mit dem Kabel wahrscheinlich. Oh Gott. Aber dann räume ich halt was anderes in diesen Schrank hier. Oh, oh nein. Oh. Ach du meine Güte. Das ist blöd. Das ist blöd, Leute. Das passt nicht. Dann kriege ich, guck mal. Dann kriege ich diese hier nicht auf, weil das ist zu dick. Oder kann ich den reinlegen? Kann ich den auch reinlegen? Oder ich muss das unten, wo der Drucker ist, hinpacken. Oder kann man den auch hinlegen, das Teil? Das geht nicht, passt überhaupt nicht. Oder so rum. Man kann sie auch hinlegen, ne? Weil dieses muss auf jeden Fall hier bleiben. Die Kiste hier. Meine Autogrammsammlung ist da drin. Jetzt muss ich diesen Kabel mal hier verlegen. Ja, ich glaube, ich lege die dann hin. Muss aber diese Kabel dann alle auch da dran machen schon. Ja, und dann muss ich aber erstmal hier. Ich räume den Ich brauche Platz, damit ich diese Kabel alle anschließen kann. Die da dran gehören. Auf den Stromkabel hier. Den kann ich dann mal wieder raus. Hupsala. Du. Der kommt hier rein. Rechts, links. Was war, glaube ich, schwarz? Was ist schwarz? Schwarz. Und was Dingsbums? Da muss das hier rein. Und die Kabel müssen gleich da oben durch, so. Ne, so. Und das habe ich jetzt grün. Ist das links, rechts, Front oder Rear? Sonst muss ich das später nochmal umstecken. So. Das ist jetzt grüne Kabel. Wo ist der andere? Oh, das ist orange. So. Es gibt noch mehr Kabel, Leute. Ich glaube, das ist deswegen hinten. Oh. Ah, schon wieder neue. Ja, das wird halt ein bisschen länger. Zweiteiler. Ein Zweiteiler mit Anja am Kabel gedöns hier. Ne? Oh, ha. Was ist jetzt passiert? Oh. Oh nein, ich hab Kabelsalat. Oh. Jetzt schon Kabelsalat. Oh. Also, aber so. Es ist eine Box. Wo packe ich die denn hin? Ach, da steht ja auch drauf, ne? Center. Ja. Aber es steht nicht drauf, welche Box. Oder? Die sind alle gleich, ne? Ne, Quatsch. Oh! Aha. Das ist Center. Ich habe Center gefunden. Center ist da. Andere ist rechts Front und links Front. Ah. Yeah! Vorne ist Front. Ja, alles hinten, ne? Leute, ich komme gerade kein Englisch mehr. Es ist ein englische Dings und ich habe auch gar nicht mehr die Beschreibung dafür. Das auch. Ach, deswegen. Also die habe ich schon irgendwo wahrscheinlich. Aber irgendwie versteckt. Warte mal. Center. Achso. Das kann man ja nicht machen. Ich muss sie erstmal. Center ist vorne. Ich muss sie erstmal da oben hinstellen und dann den Kabel dadurch. Das ist doof. Ich kann die gar nicht so reinstecken, weil sonst habe ich ja die Boxen da.
Und der Kabel muss ja. Also. Front ist vorne. Ne? Oder? Was sagt ihr dazu? Ich muss mal googeln. Ist mir auch wurscht eigentlich. Ich mache das einfach so, wie ich das denke und hoffe, dass es richtig ist. Hi, yeah. Oh. Und da steht auch Lift ist links und Lift ist links. Links und rechts. Ne, Schwester? Jo. Ich hab's wieder. Ich kann doch ein bisschen Englisch. Jetzt muss ich nur... Aha. Links ist da, rechts ist da. Okay. Das ist Center. Und linke müssen... Das ist jetzt aber... Vorne. Das ist länger. Dann geht das nach hinten. Der Kabel ist länger, ne? Diese Kabel sind länger als vorne. Dann kommen die nach hinten. Dieser Kabel muss nach hinten und links. Links von links kommt der. Und von oben durch. Links hinten. Wo ist links vorne? Hatte ich gerade in der Hand. Hä? Mir fehlt eine Box. Ne, oder was? Ach ne, hier ist sie. Hier ist sie. Links vorne. Jojo. Ich mache wieder einen Zweiteiler. Vielleicht wird es auch ein Dreiteiler, wenn ich so weitermache. Das ist also vorne. Das andere ist hinten. Da muss ich gleich aufstehen und diese Kabel erstmal nach hinten durchschrubbeln. Damit das auch dann da durchkommt. Eigentlich hätte ich das auch mit dem Dings, also den Ladekabel, muss ich das auch so machen. Der muss auch von oben kommen. Weil das ja so ein dickes Ding ist. Das kann ich ja nicht unten hinlegen. So, das ist der Ladekabel. Guck ich jetzt mal hier hin. So. Ach du Scheiße. Entschuldigung. Ach, Hauptsache, das ist so heile jetzt. Mein Gott, ist runtergefallen. Und das ist jetzt rechts. Rechts, rechts, rechts. So, Kabel auseinander machen hier, ne? So. Ich hoffe, dass das Gerät wirklich noch funktioniert. Und sonst, ich habe da so einen Techniker. Technikerin. Vielleicht kann die dann was damit anfangen. Das ist jetzt hinten. Hinten rechts. Kommt von hinten vorne. Das weiß ich. Und das ist hier rechts vorne. Vorne von der Botsch. So, dann muss ich jetzt alles da hinten reinpacken und dann kann ich das hier reinstecken. Besser gesagt, die einen von hinten werde ich in diesen Kabel stecken. Und die müssen dann hier rein, wenn ich da hinten, weil ich die hinten rein, hinten hinpacken will. Ganz weit hinten, Leute. Das zeige ich euch dann. Also jetzt muss ich erstmal diese Kabel hier zum PC. Diese Kabel hier müssen zum PC. Wir müssen erstmal da hinkommen. Oh yeah, Leute, das ist ein praktisches Ding. Und das andere muss dann hoch. Das andere hoch, das andere runter. Ah, und ich muss euch irgendwo hinstellen, wo ihr da nicht runterfällt. Aber ihr kriegt das dann nicht mit. Dann mache ich hier so vielleicht. Da stehe ich gleich, Leute. Aber erst muss ich jetzt unter meinen Tisch krabbeln. Ah, du Heiland. Gib mir mal eine Hand noch, eine längere. Oh, Schande, nee. Bin auf die Tastatur gekommen. Huch, jetzt stößt gleich mein PC ab. Oh! Entschuldigung, ach du Schande, nee. Meine Dings ist... Ah, ist egal. Das muss doch weiter. Juhu, ich hab Kabel hier. Der passt bestimmt da rein.
So. Jetzt muss ich erstmal gucken. Das ist vorne. Vorne, vorne, vorne. Kann ich auch vorne hinstellen schon mal. Kann man jetzt hier nicht. Vorne, vorne, vorne. Vorne muss ich dann auch sofort reinstecken und weiß ich nicht wohin. Welche Kabel wohin gehört, ne? Vorne, 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 links, vorne, links, vorne, links, vorne, links, vorne, links. Und das ist hinten links, hinten links. Ach so, ja, da wollte ich ja den anderen hinpacken. Ach, yeah. Muss ich ja den hier nehmen noch, eventuell, weil das ja zu kurz ist. Also. Links nehmen wir mal hoch, ne? Hinten links ist rot. Hinten links ist rot. Und jetzt muss ich mal gucken, ob das überhaupt passt, wenn ich die Kabelsalat habe. Oh nein! Oh nein, Leute! Ich muss das mal noch auseinandernehmen. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, 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 nein. Oh nein. Oh je, meine, oh je, meine, oh je, meine. Oh, fuck, die Arschkarte. So. Jetzt habe ich es auseinander. Hinten links, hinten links, hinten links. Ist rot. Hinten links ist rot. Oha. Hinten links ist rot. Und hinten. Hinten. Rechts ist links, das, so, und Center kann ich auch schon reinpacken. Center, Santa Claus, Center, 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 Chief, oh, Center. Bisschen Mitte. Und dann habe ich nur noch einen hier. Hä? Was ist das? Einen? Ach, zwei habe ich noch. Ach, ich habe mich vertan, Leute. Scheißdreck. Das ist rechts. Rechts kommt dahin, der Daumen links ist. Ich habe rechts und links Schwierigkeiten. Yippie, yippie, yippie. Schade, also. Der muss hier rein. Ach, der muss doch da runter. Hallo. Das ist für die Kabel. Wo ist das andere Kabel? Ah, hier. Der kommt hier rein. Juppie, juppie, yay. Und das muss dann alles, hupsi, diese beiden müssen dann ganz nach hinten. Hinten zu meinem Zimmer. Huch. Hinten zu meinem Zimmer. So. Jetzt muss ich gleich da hinten hinbringen. Diesen schwarzen Kabel hier. Noch verlegen erstmal. So, warte mal. Ich muss das Ende finden. Ende im Gelände. Ein bisschen hier ziehen. Und wir ziehen, ziehen durch die Nacht. Halleluja. Haben wir da alles so mitgebracht. So. Der muss nämlich da hier. Juhu. Der wird dann hier. Der wird dann hier verlegt. Hupsala. Über den Regal drüber. Am besten nach hinten. Also hinter dem Regal. Der Kabel. Das Kabel.
Der Kabel, das Kabel, die Kabel. Müssen hier hinten hin. Ihr konnt mich gerade nicht sehen, ich gehe, komme gleich wieder. Ich muss hier kurz Kabel verlegen. Ups! Aua! Ich muss gucken, ob das passt hier. Aua! Wenn ich so vorhabe. So. Jetzt muss ich die Boxen nach hinten holen. Weil sonst habe ich das gleich auf dem Boden. Ach, was für eine schöne Sache! Links und rechts Kabel. Links und rechts. Yippie, yippie, yippie. Ah. Links und rechts. Oh nein, ich hänge fest. So. So. Oh yeah. Da kann ich das hier hinten gleich ein bisschen noch schöner machen. Ha. Aber erstmal muss ich jetzt auch noch den. Ich habe hier noch den Stromkabel. Und da muss ich die anderen Kabel im Computer stecken. Und da kann ich den Computer anmachen und gucken, ob das Ding noch funktioniert. Und wenn ich dann in der Luft fliege, wisst ihr Bescheid. Dann habt ihr leider nicht das Video mit der verfolgt und könnt es sonst mehr sehen. Weil, ja, das Ding in der Luft geflogen ist. Und ich mit. Haha. Das ist ja Druck. Druck, Druck, Flug. Ah, ich bin auf falschem. Ich muss eine tiefer machen. Oh, ah. Schmeiß ich da was runter? So. Jetzt kann ich meine Box. So. Liegend umdrehen. So. Jetzt habe ich aber. Ach, jetzt fehlt mir noch was. Jetzt muss ich mir. Das muss ich dann auch suchen. Und wiederfinden. Diese Sache für die Fernbedienung. Ha. Wo habe ich die denn hingepackt? Die hatte ich letztens auch in der Hand, Leute. Ehrlich. Das hatte ich wieder. Das habe ich. Irgendwo habe ich das. Jawohl, glaub's mir. Ach, da sind so viele Kabel im Weg. Hilfe! Ich kann den Stecker nicht in der Steckdose packen, weil die Kabel im Weg sind. Ach, was ist das denn hier? Oh yeah, jetzt habe ich da Strom drauf. Ist da schon Strom drauf? Das Ding ist schon an. Ach du Scheiße, nee. Ich muss wirklich schon. Das ist jetzt aber kräum hier. Huch. Jetzt habe ich Strom drauf, jetzt kriege ich Stromschlag. Scheiß Dreck. Ich komme nicht da dran, dass ich die Stecker reinstecken kann. Das ist runtergefallen. Ah! Du Scheiße, nee. Hallo, wo sind denn diese? Ich komme, ich sehe das nicht. Ja, Scheiß Dreck. Auch Licht. Ah, jetzt sehe ich das. Dann der rote. Du Heiland, ich glaube, ich muss erstmal den Strom da ausmachen. Ne? Hinten muss das Ding ausgemacht werden. Ach du Scheiße, ich komme nicht dran. Ah, wo ist denn dieser Knopf? Ich glaube, ich muss die Box umdrehen. Der Knopf ist auf der anderen Seite, ne? So. Dann komme ich auf der Seite immer so dran. Jetzt habe ich keinen Strom mehr drauf, jetzt kann ich das reinstecken. Ah, wo habe ich die Sticker hingeschmissen? Ach so Scheiße.
Vor Strick alles hier hingeschmissen. So, ich glaube, der Schwarz kommt in das schwarze Loch. Ist kein schwarzer Loch drin. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt richtig reinstecke. Da. So. Jetzt muss ich diese Boxen alle noch. Diese Boxen von dieser ganzen Anlage muss ich noch positionieren. So, ich bin schon mal ein bisschen weitergekommen. Jetzt hoffe ich, dass mein PC auch angeht. Oh, es ist eine praktische Sache hier. Oh, kann ich die Lampe gleich da hier hinholen? Eigentlich diese Leuchte da hinten. Oder ausmachen. Oh, was ist das? Oh, ich habe Ton. Es hat geknallt. So, jetzt muss ich erstmal mein Passwort eingeben, wenn ich an meinen PC komme. So. Heilige Scheiße, Leute! Anlage ist voll auf. Aber wo ist das eine Teil hin? Das habe ich doch irgendwo hingelegt, oder nicht? Scheiße, damit die Fernbedienung funktioniert. Aber die Fernbedienung kann auch nicht funktionieren ohne Strom. Wo habe ich die überhaupt hingelegt? Jetzt habe ich die Fernbedienung verlegt. Ah, ja, Leute. Ach, die liegt hier. Das ist die Fernbedienung. Dazu. Ja, ich habe aber nur jetzt vorne was gehört und nicht hinten, oder? Das ist blöd. Oh mein Gott, ich habe was verlegt. Verloren. Ich habe schon wieder was verloren. So, ich wollte jetzt was gucken. Ich muss jetzt irgendwas anmachen, Leute. Ich mach dann mein Lied von mir an. Volumen kann ich nur hinten wegmachen. Ach, ne Quatsch. Volumen kann ich auch am Computer leiser machen, ne? Also, warte mal. Soundcheck. Hier geht's wieder nicht. Hier, Leute, das ist ein ganz altes Ding hier. Das ist, weiß ich nicht. Windows-Lautsprecher-Test. Shit, falsch angeschlossen. Ich glaub's nicht. Oh nein. Die Stecker stecken falsch. Aber. Huch. Ah, nee. Ich hab die nicht unten falsch reingemacht, sondern wahrscheinlich hinten im Computer. Ich habe gar nicht meinen Zopf richtig gemacht hier. Also, wie ich aussehe, Leute. Ich muss jetzt erstmal nochmal hinterm Computer. Am Computer. Warte mal. Scheißdreck. Das ist Test falsch. Ich probiere das mal andersrum. Huch, du Scheiße, nee.
wie es jetzt anhört. Der geht nicht. Alter! Links ist kaputt! Hä? Ich muss gucken. Ich gucke hinten. Ah, falsch. Aha. Aha. Warum ist das falsch? Also vorne geht nicht richtig. Der Ton ist nicht richtig. Weil nämlich irgendwas falsch gelaufen ist. Oder der Kabel steckt nicht richtig. Steckt es falsch in Dingen drin? Ich muss noch mal an meine Boxen drin. So, warte mal. Also, welche Stimmen denn jetzt hier? Die geht auch richtig. Dann ist die wahrscheinlich. Die sind auch richtig. Dann ist aber. Ich habe dann die. Die wahrscheinlich falsch gemacht. Die rechten falsch rum. Oh, du schon weh. Links hinten, vorne hinten. Muss ich die umdrehen vielleicht? Also wenn man. Warte, links war richtig, rechts war falsch. Das ist doch scheiße, Leute. Ich habe gerade Probleme. Oh nein! Ich muss mal was eingeben. Bevor ich den Stecker falsch nehme. Vorderseite. Rückseite. Schön, ganz toll. Ah, also rechts war falsch. Dann sind ja beide Stecker falsch, oder? Kann ja nicht sein, wenn das eine richtig ist. Komplizierte Anlage. Oh nein. Das gibt's doch nicht. Oder die Box ist kaputt. Oder der Stecker. Bitte mal. Ich muss nochmal testen. Ich habe Testprobleme. Also die ist richtig hier. Die ist vorne und ist falsch. Und hier. Aha, jetzt geht sie doch. Ich habe die rechte. Rechts ist falsch gepolt. Falsch rum. Mit den Steckern. Dann kann das nur an diese Sache sein, weil das andere funktioniert richtig. Meine Denkweise, Leute. Mm-mm-mm-mm-mm.
probiere das einfach jetzt mal aus. Kann ich ja wieder zurückstecken. Dann lasse ich das erstmal hier in der Hand. Okay, es ist aber anders. Es ist ganz falsch. Die Mitte kann ja nicht sein, es ist ja richtig. So. Kann es ja nur diese beiden noch sein, dass die falsch sind. Hinten? Kann ja nicht sein. Das ist doch auch scheiße. Das ist auch wieder falsch. Irgendwas geht hier gar nicht richtig. Probleme. Ich glaube, ich tue dann oben was nochmal umstecken. Aber dann ist das auch wahrscheinlich wieder falsch. Also es ist ja eigentlich nur... Warte mal. Es ist ja vielleicht nur einer von denen hier. Ich probiere die mal umgedreht. Das geht ja auch nicht. Weil es ist ja so angebracht. Gucken wir mal. Hinten. Voll wahlloses Durcheinander, Leute. Das gibt's nicht. Ah. Ah. So was aber auch. Das geht gar nicht. Also eine Seite ist richtig und andere Seite ist falsch. Das ist scheiße. Entschuldigung. Wenn ich das mal sagen darf. Oh nein, was habe ich jetzt gemacht? Oh Gott. Hä, was ist jetzt passiert? Ein Wackelkontakt am Kabel hier. Oh mein Gott, ne, ich kriege eine Krise. Oh. Ist auch nicht richtig. Oh. Ich pack das hier nochmal um. Letzte Chance vorbei. Aber was habe ich runtergeschmissen? Oh, Gottchen, keine Ahnung, ist mir egal. Vorne. Der ist vorbei. Das ist alles falsch. Verstehe nicht. Warum ist das so falsch? Der richtig ist es die Mitte. Leute, ich brauche einen Techniker. Und das ist hinten. Aber ist auch. Das ist richtig. Das wird wahrscheinlich auch richtig sein. Und diese. Diese ist in der kleinen drin, wo die große ist, die Boxe. Hm. Ja, da kann ich auch nicht helfen, ich weiß nicht mehr weiter. Eine ist immer falsch, vorne und hinten. Ist das so schlimm? Naja. Vielleicht ist es auch so einfach richtig und da können wir da trotzdem Musik hören. Ich probiere jetzt einfach mal. Das anhört sich, wenn ich Musik anmache. Irgendeine Musik. Irgendeine Musik kommt jetzt. Ich muss da hinten sowieso noch das ändern. Achso. Ah, jetzt habe ich. Ah, ich habe doch Musik hier. Was können wir denn hören? Was können wir denn hören? Warte mal. Ah, ich gebe es doch selber hier.
Was ist denn hier? Warum geht's hier auf? Leute, das ist doch alles problematisch hier. Oh, oh ihr du. Ich habe vorhin die Kamera gedreht bei dem letzten, was ich, also den letzten Dreiteiler, was ich gedreht habe. Und ich wollte eigentlich nur Tschüss sagen noch, nein Quatsch. Aber ihr kennt das ja, ich begrüße euch nur und irgendwie sage ich dann gar nicht mehr Tschüss, wenn dann halt der Speicher voll ist oder der Akku leer ist. Also jetzt war eigentlich nicht der Akku leer oder so, sondern ich habe einen Anruf reingekriegt und habe dadurch einfach die Kamera auch gedreht. Und weil ich ja so laut Musik an hatte auch noch und nicht den Lautstärkeregler gefunden habe sofort, weil ich ja die Fernbedienung kann ja anschließen von diesem ganzen Anlagending, dass es einfach nicht funktioniert hat. Aber ich bin dabei, denn ich werde, hallo Leute, ich werde jetzt diese beiden Boxen einfach, auch wenn das falsch rum ist, also die eine ist vorne und die andere ist hinten, ich glaube, das war schon immer so, ich weiß auch nicht warum, immer eine Seite, werde ich diese Boxen jetzt, diese beiden kleinen da, halt hier verlegen in diesen Raum halt, dass die eine dann da hinten ist und die andere hier vorne irgendwo. Vielleicht am hinter dem Fernseher oder so, wo auch immer. Genau, das mache ich jetzt einfach und dann melde ich mich zurück. So, jetzt habe ich das gemacht und ein bisschen die Kabel verlegt. Ich werde noch so Aufhängungen eigentlich für Gardinen, 2, 3 da oben anhängen an mein Fenster oder übers Fenster, um den Kabel von der Box hier, wartet mal, die ich jetzt hierhin versteckt habe. Die Box hier, diese kleine hier, dass man den Kabel hier, weil ich den Kabel jetzt hier oben, ne, irgendwie so festgemacht habe erstmal. Und die andere Box, die habe ich hinterm Fernseher versteckt. Huhu. Jo! Und die Kabel hinter den Vorhang hier. Und diese Box da ist da hinten. Kann man nicht sehen, ne? Ist leider zu dunkel, aber ist ja halb so wild. Und jetzt kann ich Musik hören und brauche nur noch neue Batterien für diese Fernbedienung hier. Und diese
ja, dieses Teil, was da fehlt, um die, ja, wie heißt das denn nochmal? Das muss ich auch nochmal umstellen. Um die Fernbedienung zu benutzen. Mein Gott, ne. Irgendwo habe ich das. Wird sich wiederfinden. Wird sich wiederfinden. Irgendwie, irgendwann, irgendwo. So. Aber ich habe den Lautsprecherregler gefunden. Und hört mal hier. Yeah. So, jetzt können wir nochmal gucken, was ist ja hier. Wir waren hier auf dieses Liedchen. Das kann man ja spielen. Habe ich jetzt gemacht. Ach, jetzt habe ich Ton ganz ausgemacht. Ich habe Ton ganz ausgemacht. Ah. Also rumgespielt jetzt. Jetzt muss ich das andere Chaos hier weiter aufräumen, Leute. Aber das mache ich jetzt alleine. Weil das Video war ja über eine Stunde schon, um diesen Kabel da irgendwie anzubringen und die Kabel zu verlegen, ne? Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Lasst euch noch gut gehen. Ich bin jetzt weg. Ciao.